Ja, hallo, hier ist der Matthias vom Cyberblock und ich habe heute eine kleine Premiere hier. Da drin soll sich befinden die AEG Crema Kaffeemaschine. Also mal nichts wirklich Elektronisches, sondern eine Kaffeemaschine für mich. Eine Espresso-Maschine. Eine kleine, günstige für 60 Euro. Mit der man Espresso machen kann, mit der man Milch aufschäumen kann, weil da eine Heißdüse dran ist. Und die aufwendig verpackt ist offensichtlich. Die auch ganz schön schwer ist. Da ist sie. So soll sie aussehen. Können wohl zwei Tassen mit befüllt werden. Wie gesagt, eine Milchdüse drauf. Und im Test gut abgeschnitten. Wieder zugeklebt. Packen die doch nochmal aus. Hier auf der Seite steht doch mal drauf, was dabei ist. Offensichtlich so ein Kännchen zum Milch aufschäumen. Und verschiedene Formen, um eine oder zwei Tassen aufzusetzen. So, dann haben wir schon das gute Stück. Da haben wir eine Bedienungsanleitung drin. Und später vielleicht nochmal drauf. Die Kaffeemaschine Crema 130 heißt sie, glaube ich. Da ist schon der erste Einsatz. Das dürfte für eine einzelne Tasse sein. Hier ist das Sieb im Prinzip, mit dem man den Espresso anfertigt. Und da unten können halt zwei Tassen befüllt werden. So. Denke ich, einen Kaffeelöffel, mit dem man das exakt befüllen kann. Also eins ist ein bisschen größer, ist dann entsprechend für zwei Tassen. Okay, das war es soweit, muss ein Strom angeschlossen werden, kommt ein Liter Wasser rein, hier hinten. Ich probiere das jetzt mal aus und zeige euch im nächsten Video, wie man damit einen schönen Espresso macht. Beziehungsweise ein Cappuccino, Milchkaffee. Naja. Was auch immer ihr euch wünscht, weil das geht auch mit solchen Maschinen. Dafür braucht man keinen Vollautomat unbedingt, wie sie im Moment so gut verkauft werden. Wie gesagt, ich zeige euch das mal. Ich bin ja ein alter Kellner. Von daher sollte das wohl klappen. Dankeschön. Tschüss.